Herzlich willkommen zur kleinen Kräuterkunde mit der Kräuterfrau Ruth Pfennighaus. Ruth, wir sind hier so ganz am Rand von deinem Garten heute, so mitten hier in den Pflanzen und hier summt es und brummt es. Welche Pflanze wollen wir hier angucken? Wir wollen heute den Borretsch angucken. Borretsch ist eine ganz tolle Pflanze, eine ganz große Bienenweide. Also von früh bis abends und auch weit in den Herbst hinein ist sie dankbar. Sie ist sehr wuchsfreudig, auch große Hitze erlebt sie gut, überlebt sie gut. Und das ist eine Pflanze, die sehr gut ist für die Haut. Wir wollen uns heute die Hauterkrankung mal angucken und früher gab es gar nicht so viel Hauterkrankungen. Heute haben wir von Allergien und Unverträglichkeiten und Neurodermitis und Schuppenflechte und wir sind mit Haut außen ganz ausgekleidet. Aber also eigentlich ein Organ, ne? Ganz genau. Außenrum. Aber was wir oft vergessen ist, dass wir auch innen von oben bis unten mit Schleimhaut ausgekleidet sind und wir haben gute Pflanzen, die von außen uns schützen und die Schmerzen lindern und befeuchten. Aber wir brauchen gerade bei der Haut eine Pflanze, die uns sauber macht. Der Körper ist nämlich ganz klug. Also wir nehmen sehr viel Stoffe, Giftstoffe und falsches Essen und Stress und Umweltgifte auf. Und dann sind unsere großen Ausleitungsorgane, Darm und Niere und Galle und Leber, die sagen, ich kann nicht mehr. Jetzt bin ich total voll. Und dann ist der Körper klug. Dann sagt er, ich nehme den kurzen Dienstweg. Und dann legt er den Schamott in die Haut. Und immer, wenn ich sehe, dass jemand eine Hautirritation und Erkrankung hat, gucke ich, ja Mensch, wir müssen entgiften. Wir müssen den Darm anregen und wir müssen wirklich entschlacken. Und der Borretsch ist eine ganz, ganz gute Pflanze, die zur Frühjahrsreinigung gut ist. Die putzt uns durch und sie entschlackt. Also sie heißt auch die Gurkenpflanze, ist sozusagen eine Verwandte vom Borretsch. Wenn du sie mal so von den Blättern anfasst, da ist sie ganz, ganz, ganz rau. Also die Pflanze hat ein Öl, das Neurodermitiker nicht haben, Gammaglobulin. Das ist im Grunde in der Nachtkerze drin und in der Borretsch und im Leinsamen. Und für Leute, die jetzt Erkrankungen haben der Haut und die sagen, jetzt brauche ich eine Pflanze, die mich entgiftet und entschlackt, da wäre das der Borretsch gut, weil man ihn immer essen kann. Du kannst es in Salat machen, in die Suppe. Also früh gehst du durch deinen Garten, begrüßt den Borretsch und isst dann so eine erste Blatt. Blättchen. Oder hier diese wunderschöne Blüte. Mhm. Die kann man ganz toll auf das Essen machen. Also und wir haben damit eine Pflanze, die uns wirklich putzt und reinigt. Ist ja gar nicht so borstig, wie es sich anfühlt, wenn man es isst. Ja. Dann geht es, ne? Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn ich weiß, dass es innerlich mich sauber macht. Ne? Und, das heißt, es unterstützt dann das Gänseblümchen. Wir hatten ja in einer anderen Sendung schon mal Haut und Gänseblümchen, dass das auch sehr hilfreich ist. Ne? Genau, wir brauchen also bei der Haut Pflanzen, die uns innen reinigen. Das sind, aber wir brauchen auch eine Schüttelpflanze, die den Körper erinnert, die ihn umstimmt. Also Achtung, den Müll nicht mehr in die Haut legen, sondern über Darm und Leber. Das ist das Gänseblümchen, die uns als Schüttelpflanze daran erinnert. Und außen ist es sozusagen die Malve, haben wir hier, oder die Nachtkerze oder das Johanniskrautöl. Das hilft was alles mit. Was uns unterstützt. Wir müssen der Haut von innen und außen gut tun. Dann nehmen wir doch was mit, ne? Noch ein Ganz bisschen genau. Borretsch. Borretsch ist gut. Ich gebe dir das mal. Ja, gerne. Hier ist eine schöne. Bei Pflanzen ist es immer so, diese große Borretschpflanze, die ist schon eine kleine Oma, die lassen wir jetzt mal ihr Lebensende da erfüllen und wir nehmen zum Essen immer mal. Borretsch ist gut, wenn wir sie nicht trocknen, sondern wenn sie frisch gegessen ist. Dann nehmen wir die kleinen Jungfrauen. Ist auch ansprechender, mag man lieber essen, oder? Ja, genau. Das ist ja auch wichtig, dass es irgendwie sich gut anfühlt. Es muss nicht nur schmecken, sondern es muss mich anlachen. Mhm. Und das pflücke ich. Ja, sehr schön. Thank you.
Also die innere Haut und die äußere Haut zu unterstützen, da kann ich ja auch ganz viel machen mit der Ernährung. So ist es. Also gerade bei allen Hauterkrankungen ist es doch sinnvoll, wenn wir die Zuckerprodukte in jeder Hinweg wegnehmen. Also Zucker und Haut, das ist überhaupt keine gute Kombination. Und dann die Milchprodukte sehr einschränken. Hautpatienten, die wissen schon oft, was ihnen gut tut und was nicht. Und das lassen sie weg. Aber auf Zucker würde ich aufpassen und Milchprodukte. Die dritte Sache ist immer wenig Fleisch und wenig Scharfes, aber die Sachen weg, denn wir haben sehr, sehr gute Alternativen. Also, wir sind eigentlich auch so mit süß. Süß mögen die Leute gerne. Mhm. Ne? Früh gibt es eigentlich ein Toastbrot oder eine Stulle mit Marmelade und Honig. Ich stelle hier einfach mal vor, Hafer. Das ist eingeweichte Haferflocken abends mit Wasser. Nicht mit Milch, sondern mit Wasser eingeweicht. Hafer ist ein mineralstoffreiches Getreide, gehört hierher und hat viele Schleimstoffe. Ne? Das macht uns so aus. Die Haferschleimsuppe. Genau, ja, aber da wird es einem schon das ist schlecht. Was anderes, ne? Als Krankenschwester Haferschleimsuppe. Aber das schmeckt. Also eingeweichte Haferflocken, die werden dann mit, hier sind jetzt nur Äpfel, Bananen, Nüsse jeglicher Art, was jeder möchte. Ich habe hier Cashew und Sonnenblumenkerne und Trockenfrüchte drin, dass es ein bisschen süß wird. Und das ist ein sättigendes Frühstück. Das hält dann gleich bis Mittag. Und wir haben noch die Schleimstoffe und die Mineralstoffe von diesem Powergetreide Hafer. Wir essen auch gerne schöne süße Marmelade. Da gibt es gute Alternativen. Zum Beispiel kann ich Trockenfrüchte einweichen, Pflaumen oder Datteln, und dann einfach pürieren und nächsten Morgen als gute Marmelade. Hält sich ungefähr 2 Wochen im Kühlschrank und ist kein Zucker drin. Mhm. Also mit der Ernährung können wir einiges Gutes machen. Hier sind noch Trockenfrüchte. Also wenn jemand sagt, ich halte das mittags nicht aus, dann stellt man sich einfach Aprikosen, Ananas, Feigen, Datteln und hat dann so eine gute Alternative, Cranberries. Also erstmal, dass sich die Haut innen erholt, hängt sehr damit zusammen, was ich auch esse. Dann, wir trinken zu wenig. Haut braucht Wasser. Und zwar innen viel trinken und vor allem außen. Und was machen wir uns? Wir haben so Schränke voll Kosmetika und Putzmittel. Chemie ohne Ende. Eigentlich gehört an unserer Haut nur Wasser ran. Für manche ist das unglaublich. Wir brauchen diese chemischen Sachen nicht. Unsere Haut zeigt es ja mit Neurodermitis, mit Schuppenflechte, mit weiß ich was allen. Und ich habe jetzt hier einige Dinge, die man ganz einfach machen kann. Wir sind jetzt um Johanni rum. Ich habe jetzt schon mal 4 Liter Johanniskrautöl angesetzt. Mhm. Das ist gut, wenn man einfach die Haut beruhigen will. Ne? Sammelt man Johanniskrautblüten und nach 2, 3, 4 Wochen gießt man es ab und hat das Jahr dann eine beruhigende und schmerzlindernde Johanniskrautöl. Man kann für äußerlich. Für äußerlich. Jetzt kommt so die Mückenstichzeit und so weiter. Und oft nehmen wir so Pflanzen, die von irgendwo herkommen, weit und unaussprechlich und teuer. Und Aloe ist eine ganz super Pflanze, aber wir haben eine heimische Aloe. Das ist der Hauswurz. Guck, kennen viele den Hauswurz und ich habe Mückenstiche. Ach, ist das herrlich. Das wirkt wie Aloe. Erfrischend, schmerzlindernd, entzündungshemmend. Ne? Also das wäre einmal das Aloe. Und dann haben wir hier noch, jetzt war es so furchtbar heiß und da möchte man sich irgendwie bepüstern und so weiter. Das ist einfach Wasser mit Minzöl, Pfefferminz und ich habe noch wilde Orange reingemacht. Also jetzt mal mit ätherischen Ölen experimentieren und dann hat man so eine herrliche Erfrischung. Außerdem hält das noch ein bisschen die Mücken weg und die Stift, also die, wenn man gepickt wird und gestochen wird und es riecht gut. Also Pfefferminz erfrischt, bringt Sauerstoff ins Leben und so kann man sich so eine Erfrischungstinktur mit ätherischen Ölen gut machen. Einfach ein paar Tropfen ins Wasser und dann nehmen wir schön ein bisschen schütteln und dann hat man das. Ne? Leinöl ist sehr gut, wenn man Hautbeschwerden hat. Und hier haben wir nochmal die Pflanzen, Boretsch, Nachtkerze als Umstellungsstimmungspflanze, das Gänseblümchen. Und gerade Leute, die so sehr unter Herpes leiden,
und Gürtelrose, das ist immer, wenn der Stress, also wenn wir zu viel Stress im Leben haben, geht das Immunsystem runter. Und deswegen brauchen wir Pflanzen, die unser Immunsystem stärken. Und dazu gehört der Spitzwegerich. Also immer mal die Blätter essen oder als Tinktur nehmen. Wahre Schönheit kommt von innen. Dann trinken wir doch noch ein Schlückchen Wasser. Jawohl. Und damit es uns unserer Seele gut tut, müssen wir auch manchmal genau hingucken. Manchmal sind ja auch Dinge, die uns belasten und die sich auch äußerlich, auch zum Beispiel an der Haut zeigen. Da gucken wir gleich noch hin. Auf eine gute Haut. Jawohl. Die Haut sagt mir ja sehr viel über das, was innen so abläuft. Was möchte sie mir denn manchmal vielleicht sagen, was in meiner Seele, in meiner Psyche abläuft? Ja, zunächst ist es erstmal gut, wenn wir schauen, was die Haut Wertvolles uns gibt, weil sie ist wunderbar feinfühlig, sie ist zart, sie ist weich, robust, flexibel und vieles andere mehr an tollen Eigenschaften. Wir haben ständig was an ihr auszusetzen. Es wurden Tausende von Frauen gefragt, ob sie sich als schön empfinden, und nur 2% konnten diese Frage bejahen. Ja, ich empfinde mich als schön. Das ist nur gut für die Industriezweige, die davon leben und dann für Milliarden zum Beispiel Hautpflegemittel verkaufen, die uns gar nicht so gut tun, weil sie die natürlichen Vorgänge eher stört. Und wir sollten uns mal veranschaulichen, was da eigentlich passiert mit unserer Haut, dass die sich ständig regeneriert. Wenn wir unsere Hand anschauen und uns mal für einen Moment vorstellen, alle Kratzer und Verletzungen, die wir uns jemals zugefügt haben, wären darauf zu sehen. Das wäre eine Menge. Dann würden wir gar nicht mehr so gerne hinschauen. Es hat sich aber regeneriert und wir können damit handeln und vieles Wertvolle erleben. Und das gilt es zu würdigen. Und dann können wir auch einigermaßen ausgewogen auf die Schwierigkeiten schauen, die wir damit haben. Und wie gehen wir dann damit um? Also ich meine, was wäre dann der nächste Schritt? Also ich mache mir das bewusst und dann ist aber irgendwo ein Defizit. Die Haut möchte mir ja vielleicht was sagen. Das heißt ja auch, die Haut ist ein Spiegelbild meiner Seele. Also da kommt ja vielleicht irgendwas raus, wo es wert ist, mal hinzuschauen oder wichtig für mich hinzuschauen. Ja, also Symptome können ja durchaus zu uns sprechen. Man stelle sich vor, Körper und Seele gehen zum Arzt und die Seele sagt zum Körper, sagst du ihm, auf mich hört er nicht. Mhm. Das heißt, wir verstehen auf die Sprache des Körpers nicht, der Seele nicht, was da im Hintergrund steht. Und deswegen brauchen wir manchmal das Symptom. Und dann ist das Symptom so ein Hinweisschild, uns auf die unerledigte Aufgabe der Seele hinzuweisen. Ich arbeite da seit 20 Jahren mit Symptomaufstellung, wo man nochmal schauen kann, habe ich mir da irgendwas aufgeladen, irgendeine Verantwortung, vielleicht aus meiner Herkunftsfamilie, die ich wieder abgeben kann, um mich zu entlasten, um die Seele und damit auch den Körper zu entlasten, trage ich da irgendwas mit mir herum und komme dann ständig in der Seele unter Druck und damit auch mit meinem Körper. Und wenn ich diese Aufgabe verstanden habe und diesen Versöhnungsschritt gehe, diesen Entlastungsschritt, dann ist möglicherweise das Symptom nicht mehr nötig, um mich darauf hinzuweisen. Das heißt, da auch ein genaues Hinschauen und versuchen, aber weiterzugehen. Ja, genau. Und dann was Gutes zu tun und nicht nur jedes Symptom sofort zu bekämpfen und als einzige Frage auf dem Schirm zu haben, was ist jetzt die richtige Salbe, die das Symptom wegdrückt, sondern mal einen Schritt weiter zu gehen und sich selbst als ganzen Menschen zu begreifen. Vielen Dank fürs Erzählen. Ein Perspektivwechsel, vielleicht mal in die Ganzheitlichkeit in Ihrem Leben zu schauen und sich auf die Suche machen nach tiefer liegenden Gedanken, die Sie vielleicht noch freilegen können. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen dafür. Musik
Thank you.